Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir einmal bei diesem schicken Golf 5 GTI, Baujahr 2005, Motorcode AXX, Benziner, 2 Liter Benziner. Bei dem möchten wir einmal einen Ölwechsel durchführen. Was brauchen wir dafür? Öl, Ölfilter. Wichtig, darauf zu achten, welches Öl, immer das passende Öl für das Auto zu haben. Nicht einfach nur 10W40 oder 5W30, sondern dass man auch die richtige Freigabe für hat. Da könnt ihr euch schlau machen. Unten ist einmal der Kauflink und da ist auch der Manol Ölwegweiser. Da könnt ihr euch vorher schlau machen, welches Öl das passende Öl für euer Auto ist. Der bekommt 4,6 Liter. Ich habe mich hier auch für 5W30 entschieden. Und mit der richtigen Freigabe, ne, wichtig, achtet darauf. Und ja, was gibt es dazu eigentlich noch zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Und ja, beim GTI haben wir noch keinen Ölwechsel gemacht. Beim normalen Golf 5 haben wir das gemacht. Das war, glaube ich, der 1,9er oder der 2 Liter. Bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, bei dem wollen wir einen Ölwechsel machen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, dann fangen wir damit mal an. So. Es gibt zwei Möglichkeiten, natürlich Öl zu wechseln, Öl absaugen, Öl ablassen. In dem Fall lassen wir Öl ab. Öldeckel auf, Ölpeilstab raus. Der Ölfilter befindet sich unten, das bedeutet Auto hoch. So, dann schrauben wir einmal mit einem 20er Torx die Verkleidung ab. Und schrauben mit einer 19er Nuss. Ölablassschraube ab und lassen das Öl ab. Und wenn das Öl dann abgelaufen ist, setzen wir das Ganze wieder an. Und ziehen das Ganze mit 30 Newtonmeter fest. Und jetzt brauchen wir einen speziellen Schlüssel, also einen großen 36er Schlüssel. Den hat nicht jeder in der Kiste. So. Ja, alten Ölfilter raus. Die Dichtung auch rausholen. Hier befindet sich eine Dichtung. Wichtig, die neu mitmachen. Da ist sie. Das machen wir neu mit. So, die neue Dichtung rein. Bisschen Öl drauf schmieren und den neuen Filter und dann können wir das Ganze wieder einbauen. Jetzt können wir den neuen Ölfilter wieder ansetzen. Und ziehen das Ganze mit 25 Newtonmeter fest, plus minus 5 Newton steht da drauf. So, die Klappe kann dann auch wieder drauf. So, und dann können wir die Verkleidung wieder draufschrauben.
Ja, und anschließend kippen wir dann die 4,6 Liter rein. Und das restliche Öl. Ja, anschließend den Ölstand kontrollieren. Jo, und dann können wir den mal starten. Öldeckel natürlich drauf. Also wichtig, nach dem Starten Ölstand nochmal kontrollieren. Jo. Ja, zwischen Minimum und Maximum und oberhalb der Mitte. Ja Leute, Ölzettel nicht vergessen, Serviceheft eintragen, Service zurücksetzen. Service zurücksetzen haben wir für den Golf 5 schon ein Video gemacht. Einfach auf den Kanal gehen, Golf 5 Service zurücksetzen, dann werdet ihr fündig. Und ja, wenn bis jetzt euch immer noch kein Öl unten rausgelaufen ist, dann habt ihr alles richtig gemacht, fast alles richtig gemacht. Man kann ja natürlich immer noch irgendwelche Fehler machen. Aber so könnte das Ganze aussehen, wenn man bei dem Golf 5 GTI Ölwechsel machen möchte, der 2 Liter. Und ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich hoffe nicht. Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.